Leck, 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 leck. What the hell? Ich habe kein... Ein Stück. Nein, das ist, glaube ich, wegen Fraps. Aber da schneide ich raus, weil... Ich fange einfach so an. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind im Finale des EU Craft Cup Number 10. Und die Kontrahenten sind auf Zelnagar Caverns der türkise Terraner Dystar und rechts oben der rote Terraner Shark GS Joe. Doch wie angekündigt bin ich nicht alleine in diesem Shoutcast. Ich habe mir nämlich tatkräftige Unterstützung an Bord geholt in Form von Vyra. Und diese wird sich am besten mal selbst jetzt vorstellen. Hallihallo, ich bin die Vyra, ich bin 16 Jahre alt, besuche ein Gymnasium und bin jetzt einfach mal mit dem Chris beim Shoutcasten. Genau, denn der Sieger des letzten Free-for-Alls, der Bink, der hat sich bereit erklärt, seinen Preis, indem er einen Shoutcast beiwohnen kann, an sie abzutreten. Und sie hat gemeint, na klar, ich bin dabei und jetzt habt ihr den Salat mehr oder weniger und sie ist jetzt hier und wird das komplette Finale hier mit mir zusammen Shoutcasten. Genau. So, wir können jetzt hier schön sehen, das ist ein TVT, Zelnagar Caverns, ich habe es bereits gesagt. Und wichtig ist, im Gegensatz zu den Semi- und den Quarterfinals, ist es hier eine Best of Five. Und das heißt natürlich, dass wir drei Win-Matches für einen Spieler sehen müssen, damit dieser das Finale natürlich gewinnt. So, wie wir sehen können, für beide Spieler Mirror Build-Up, das heißt, beide bauen komplett dasselbe, Raffinerie und Baracke bereits bei beiden Spielern auf gutem Wege. Und wir sehen, dass unser Freund Dystar bereits anfängt hier zu scouten und das könnte auf jeden Fall heißen, er will möglichst herausfinden, was der Gegner jetzt für Tech Trees einschlagen könnte. Chuck GS Joe geht schon aufs erste Gas. Ja, ist jetzt für beide fertig. Und Krok has left the game, scheinbar ist einer von den Spectatoren hier. Hat scheinbar gesagt, ach nee, ist das Finale, Misio auch, denken sie so, ach das Finale ist ja so langweilig, das muss ich mir nicht antun und gehen einfach out of game. Und wir sehen, beide Spieler gehen jetzt hier aufs Orbital Command, um natürlich dann direkt Mules und Scans down gehen zu lassen, wobei jetzt das zweite Supply Depot bei Shark GS Joe auf dem Weg ist. Ganz wichtig noch für alle, die dann weitere Shoutcasts von mir verfolgen wollen, im 11. EU Craft Cup werden diese beiden Kontrahenten, und zwar Dystar und auch der Shark, vorhanden sein. Das heißt, beide sind wieder angetreten und ich habe schon einige Replays von diesen Spielen gesehen und ich kann euch sagen, Heidewitzka, da geht's auf jeden Fall heiß her. Da jetzt bin ich ja gespannt. Ja, ich hoffe nicht nur du, weil ich hoffe, die anderen sind auch mal da, sind auch gespannt und hoffen und drücken auch den Leuten die Daumen. Leider ist ja in diesem Craft Cup der Goodie so früh ausgeschieden, aber er wird sicherlich in einem späteren Craft Cup wieder auftauchen. Jetzt sehen wir hier bei beiden Spielern direkt der Push nach der Barrack auf die Factory und das zweite Gas auch bei beiden Spielern genommen und wir sehen in der Mitte der Karte, Dystar macht das sehr, sehr clever, hält hier mit den beiden, mit dem Marine und dem SCV komplett die Zelnagar Watchtower und hat erstmal somit die Map Control inne. Oh, First Push hier, also Factory direkt dabei, ein Helgen zu pushen, das ist auf jeden Fall ein Weg, um früh zu Resmen zu starten und direkt der Push auch auf Starport, das heißt, eventuell sehen wir direkt bereits hier Banshees oder einen Helgen Drop und währenddessen ist unser Freund Dystar dabei hier Siege Tanks zu bauen, sehr interessant, also er geht eher jetzt hier einen defensiveren Build, will nicht riskieren, dass überhaupt etwas erstmal vorrangig in die Basis gelangt. Und deswegen sagt er sich, okay, Siege Tanks, die richtige Wahl für mich. Und da geht genau um diesen Augenblick auch die Inbase Command Center drauf. Das heißt also, sehr, sehr bald werden wir hier auch die Expansion von Dystar sehen. Jetzt hier der Helion von Shark GS Joe hatte beide Zelnagar Watchtower gecleared, also beide Units dort vernichtet. Und währenddessen sehen wir auch hier Banshee on the way. Das heißt, Shark könnte wahrscheinlich jetzt großen Schaden anrichten. Wir haben bisher keine Missile Turrets oder ähnliches auf dem Weg und wie ihr sicherlich wisst, können die Siege Tanks eben keine Air angreifen. Vera, welche Rasse spielst denn du eigentlich bei StarCraft? Also ich spiele Protoss, weil es ist einfach das Genialste, was es gibt, meiner Meinung nach. Und um ganz ehrlich zu sein, Zerg sind mir zu kompliziert und Terraner habe ich schon bei Comet and Kauka. Achso, okay, das stimmt natürlich, aber wenn du danach gehst, hast du irgendwo jede Rasse vielleicht schon mal gesehen. Protoss-Spieler also sagst du dann, okay, ich mache dann mit Stalker und anderen Gegnern, anderen Spieleinheiten dem Gegner das Leben schwer. Genau, so Stalker und meine Lieblingswaffe sind die Kolosse, die sind einfach genial.
sind ja wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Also Massenvernichtungswaffe ist schlechthin. Und wir sehen es ja hier von Shark gerade, die Banshee auf dem Weg über die Karte zu geleiten. Cloaking Field nicht erforscht, aber er natürlich versucht jetzt hier Shark möglichst viel Schaden in der Economy Lane einzurichten. Währenddessen Stimpak und der erste Raven auf dem Weg. Und er ist auch dabei, jetzt hier in Base seine Command Center hochzuziehen, damit er auch möglichst schnell die Expansion nehmen kann. Und die Banshee wird interrupted von der Viking. Da ist er, also hat ein gutes Gespür gehabt, hatte vorher auch gescannt in der Main Base. Und da ist die Banshee down. Sehr, sehr gut gemacht hier von Dicester und hat also perfekt gerade hier dieses Spiel oder diese, wie soll ich sagen, den Angriff abgewehrt. Da ist er auch mit dem Engineering Bay, jetzt hier in der Mineral Line von der Main Expansion, also von der Hauptbasis, hat er einen Raketenturm errichtet, um eben gegen weitere Banshees gewappnet zu sein. Wir sind jetzt hier auch bei Shark, weiterhin hier der Push, jetzt ein Medvac auf dem Weg und der Siege Mode dafür bei Dicester. Das heißt natürlich, Dicester geht natürlich jetzt hier sehr, sehr heavy auf Mech-Units, wir natürlich versuchen mit den Vikings, Marines und Siege Tanks möglichst viel zu reißen. Und er hat gerade jetzt seine Expansion genommen und ich denke, das ist eine gute Ausgangsposition, direkt jetzt das Missile Turret auf dem Weg. Und ich denke, er könnte damit wirklich sehr, sehr viel anfangen, könnte auf jeden Fall jetzt hier sein Income boosten. Ein Blick auf I, also aufs Income, zeigt uns, dass er gerade jetzt noch weit hinten liegt. Er hat also auch 7 Harvester weniger als sein Kontrahent, aber ich denke, es wird jetzt nach und nach mit dieser Expansion natürlich hier aufschließen. Combat Shield für den anderen Terraner, also Shark, und wir sehen auch jetzt hier, Expansion ist fertig für ihn, also beide sind im Grunde fast gleich und wir sehen, die Factory von Shark ist dabei rüber zu fliegen und einen kleinen Wall-Off hier zu gestalten. Das könnte wirklich sehr, sehr interessant werden, damit muss natürlich der Gegner außen rumlaufen oder den schmalen Weg nehmen. Bedenkt bisher keine Siege Tanks auf dem Weg, bei Shark bisher only Biobuild und Medvex, das heißt er geht diesen Hard Bio eindeutig, währenddessen hier unser Dicester mehr auf Mechanized Unit geht. Und bitte beachtet hier, jeweils neben den Natural Expansions von Dicester und von Shark sind die Supply Depots errichtet. Und hier atmet jemand in das Mikro, sehr schön. Entschuldigung. bei Shark hier das Engineering Bay, um eben die View oder die Sichtweite zu haben, damit die Einheiten hier nicht ungehindert oder ungesehen zur Natural Expansion durchkommen. Was sagst du bisher zu dem Spiel, Vyra? Also es sieht sehr interessant aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin für den Shark, weil ich das unglaublich finde, wie er die Maga rausgeworfen hat. Ja, das war schon ein gutes Matchup, muss ich sagen. Und die Maga, einer der besten Zerg-Spieler. Und er hat es nicht geschafft, sich gegen Shark durchzusetzen. Und auf jeden Fall muss man Shark auf der Rechnung haben. Er hat auf jeden Fall Talent dafür, aber auch hier Dicester, wie er Jimpo im Halbfinale besiegt hat, war auch schon ein riesiges Stück. Und ich denke, da könnte man auf jeden Fall vom Beispiel jetzt viel erwarten. Jetzt hier Stimpak auf den Dicester auf dem Weg und die Marodeurzahl von Shark steigt immer weiter, bisher 3 Medvacs dort und das ist auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Jetzt versucht natürlich Dicester hier die Gold Expansion zu delayen, das heißt zu verzögern, damit jetzt unser Gegner Shark nicht so schnell sein Income noch weiter boosten kann. Sehr, sehr wichtig, wenn wir mal einen Blick in die Mainbase von Dicester werfen, sehen wir hier bereits 4 Barracks und 2 Factories. Und das ist auch schon hier sehr, sehr viele Produktionsgebäude zu diesem Zeitpunkt. Währenddessen unser Freund Shark bisher nur auf 3 Barracks und einem Starport. Wie gesagt, die Factory hier vorne jetzt auch dabei, Siege Tanks zu pumpen. Das heißt, er geht auch auf jeden Fall auf den Siege Tank, auf den Belagerungsmodus, um natürlich hier auch die Reichweitenvorteile zu genießen. Jetzt hier Scan und Stim rein von Shark und er versucht jetzt die Gold Expansion zurückzuerhalten. Sehr, sehr schön und die Marodeure machen natürlich sehr viel Schaden. Unglaublich gut bedenkt, die Marines von Shark haben das Combat Shield, also 10 Leben mehr und sehr, sehr schön, haben jetzt hier ganz, ganz gut die Expansion freigeräumt und damit hat auf jeden Fall jetzt Shark die Möglichkeit, ganz in Ruhe seine Gold Expansion hier hochzuziehen. Die Vikings hier machen gehörig Schaden an den Medvacs, aber 2 gehen jetzt down, also sehr, sehr schönes Spiel und wir sehen auch hier, Dicester ist dabei, seine Expansion wieder zu sichern, er hat auf jeden Fall das Problem, dass er jetzt erstmal in die Defensive gehen muss, aber er sagt sich, was leckt mich Leute? Er macht einen Dropship fertig und wird es scheinbar in die Mainbase von Shark fliegen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was sehr viel